aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Ja, weiter geht's. Hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Tja. Oh ja, die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarktauktionen. Aber haben die auch einen DJ? Weiß ich doch nicht. Was ist das denn hier? Oliven. Ah, okay. Gut. Oh, schön. Dass hier alles steht. Interessant, ne? Das ist schon cool gemacht, ne? So, ja, warum sind jetzt hier Tische und da hinten diese Keramiken? Kann ich das einschalten? Kann ich hier Licht einschalten? Nein, die kann kein Licht einschalten. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Halt, kleiner Blick. Sollten wir nicht reingehen. Wieso kniest du eigentlich? Ich weiß nicht mehr, wie ich mich hinstelle. Stell dich wieder hin. Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann. Jetzt kapier es erst, außer wenn man wegrennen das muss. Fährt. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern. Gut gemacht. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Wer kann sich aus dem Leben ausreden? Na, geht doch. Und jetzt? Hier entlang. Hey, komm schon, ich brauche Licht. Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Finden wir was zum Draufklettern. Ein Holzfass. Hier, das da. Hier, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Okay, dann mal rauf.
Hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Glatzkopf hat auch noch meine Größe. Un parrucchino in quella roba sul naso. Ne, gibt's hier wirklich mehr. Portali a sciacquature dei piatti. Tanto non capirebbe la differenza. Questa gente meriterebbe un calcio di culo, altro che. Questa gente non mi faccia ammazzare. Psst. Un portiere di merda! Ehi, un po' di contegno, ok? Dove diavoli si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Frischluft, wir kommen. Du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Hier, bitte. Sully, kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Bingo. Da ist die Küche. Und Sam, hier. Kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Okay. Hast du's? Vorsicht, Vorsicht! Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Wurmschädeln in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. Alles klar, Sam? Das ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, jetzt zurück in den Bauplatz. Alter, ist doch Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste bald da sein. Müsste. Ugh.
Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Hm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Hm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber, nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intarsiertes Holzkruzifix aus dem Kartnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate! Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay, Maschinenraum. Ich schaff das. Nehme ich den Maschinenraum. Cooles Schiff. What the fuck? Yeah.
elettrici. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Che cosa? Sind diese Schutzschalter. Großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gott verdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Wartet, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Vertrau mir. Zum Ersten... Zum Zweiten. Was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot. Keine Sorge, du bist im Nu da raus. Na, das hoffe ich. Okay, muss das Schloss aufbrechen. Das Gebot liegt jetzt bei 130.000. Nein. Wir sind jetzt bei 140. Ihr Gebotszone bringt uns auf 150.000 Euro. Scheiße. Das aktuelle Gebot ist bei 160.000 Euro. Ja, einen Moment. Signore, Sie sind 150.000 Euro. Ja. Wir stehen nun bei 180.000 Euro. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Zum Zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Barrate tutte le uscite, nessuno deve lasciare via. Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisch! Gut. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Kapitel 7. Wir haben in ein Hornissennest geschossen. Licht aus. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Kommt zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Wie wär's mit dem Fluchtboot? Verdammt! Ci rimettiamo il culo! Ehi, bastardo!
spera solo di beccarti subito una pallottola in testa. Se i rossi ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. Sam? Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Tieni gli occhi aperti. Wenn ich da wüsste, wo ich hin muss. Waffen wären vielleicht auch nicht schlecht. Umschauen. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo. Unterwegs. Verschaffe mir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Cool. Nicht. Ah, fuck, ich dachte, es ist nicht so hoch. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich dachte, es ist nicht so hoch. Der Ballsaal und davor die Einfahrt. Oh, ist aber noch weit. Ist aber noch verdammt weit. Das schaffe ich nicht, oder? Nee, es ist zu weit. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Sehr cool gemacht alles. Ey, ich feiere das so dermaßen. Das ist ja eigentlich mehr schon fast ein gespielter Film anstatt ein Spiel, ne? Oh, oh shit. Scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, sie aber auch nicht.
Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Sind Sie immer so durchschaubar? Ja. Ich möchte nur, dass es fair bleibt. Scheiße. Das war nicht nett. Komm her. Und jetzt her mit dem Artefakt. Wussten Sie, dass alle Artefakte hier gestohlen sind? Die gehören in ein Museum. Ich verliere langsam die Geduld. Ich hab noch etwas, Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Nein, ich glaube nicht. Haben Sie genug? Oder ja. Spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Tja, wissen Sie, die Klugscheißer-Nummer hat mich weit gebracht. Warum aufhören? Haltet! Gut! In meiner Gesäßtasche. Wo ist es? Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt ihr? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Gute Nachricht, ich hab ne Knarre. Bis gleich. Ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Victor, ich sitze hier fest. Eine Idee? Der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Non era niente. Thank you.
Aspetta. C'è niente laggiù? Was für ein Ballsaal, wie krass ich gemacht! Scheiße, das war aussichtslos. Das war aussichtslos! Hier. Ah, nee, fuck. Ey, das ist schwer. Jetzt wird's richtig schwer. Ich bin ein so schlechter Schütze. Von welchen Ecken kriechen die denn überall raus? Bitteschön! Ich auch nicht mehr, wenn es so weitergeht. Yeah.
kein Leichenwagen fährst, beeil dich besser. Ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten, sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Hm. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Hey, ich bin's, ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre.
Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Ray will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Ja, Leute. Kapitel 8. Das Grab von Henry Avery. Ja, boah, die Folge geht ja schon sehr lang. Schon fast eine Stunde. Aber jetzt unterbrechen war blöd. Ging nicht. Macht nichts. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht's weiter. In dem, ja, man muss schon wirklich sagen, es ist eigentlich ein Film und kein Spiel. Guck mal, selbst die Hose unten, wenn ein bisschen durch den Schnee geht, wird Schnee nass. Es ist einfach so hammermäßig gut gemacht. Okay, also, wir sehen uns gleich. Bis dahin, in der nächsten Folge, lasst ein kleines Abo da, ein kleines Like oder einen kleinen Kommentar. Bis dahin, vielen Dank und tschüss!